Panzerung intakt. Nächstes Mal schlägst du mich nicht. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Gratulation, Sir. Bombe zerstört. Ich werde meine Freude daran haben, dein Auto zu überrollen, Batman. Und zwar mit dir drin. Das Auto des Arkham Knight ist ausgewichen und da reingekracht. Das Auto ist leer. Der Arkham Knight muss mit Oracle abgehauen sein. Ich sollte das Fahrzeug untersuchen. Das Auto ist einfach so von der Straße abgekommen. Warum? Der Fahrer war anscheinend nicht angeschnallt. Ich sollte die Leiche suchen. Spuren von Pfefferspray auf der rechten Gesichtshälfte des Fahrers. Oracle saß auf dem Beifahrersitz und führte den Unfall bewusst herbei. Clever. Ich sollte den Bereich prüfen, wo sie gesessen hat.
Die Tür wurde beim Aufprall abgerissen. Wenn ich die Stelle finde, an der sie gelandet ist, kann ich rausfinden, was passiert ist. Sauber vom Wagen gerissen. Die Tür muss vor dem Unfall geöffnet worden sein. Oracle ist rausgekommen. Ich muss mir die Rekonstruktion ansehen und rausfinden, wo sie gelandet ist. Oracle ist also vor dem Unfall aus dem Wagen raus. Oracle hat hier angehalten. Jemand hat auf sie geschossen. Ich sollte die Einschlagstelle nach ballistischen Spuren scannen. Das Kaliber der Waffe stimmt mit der des Arkham Knight überein. Der Flugbahn- und Aufprallgeschwindigkeit nach war der Schütze in etwa so groß wie er. Aus dieser Distanz konnte er das Ziel nicht verfehlen. Ein Warnschuss. Ich habe etwas übersehen. Oracle wusste, dass sie nicht entkommen konnte. Aber der Unfall war Absicht. Sie muss einen Hinweis hinterlassen haben. Lucius, Oracle hat ein Störgerät am Unfallort hinterlassen. Entschlüsseln Sie die Daten, um den Standort des Arkham Knight zu bestimmen. So etwas war eher Miss Gordons Spezialität. Ich sehe, was ich tun kann, aber das wird etwas dauern. Ich treffe Sie im Wayne Tower, wenn Sie soweit sind. Alfred, ich brauche ein Update zu Gothams Fahndungsliste. Einen Moment, Sir. Gut, diese beiden hier sind neu. Ein Vermummter wurde auf einem Dach in der Grand Avenue gesichtet. Er steht neben einem brennenden Bat-Symbol. Es wäre gut zu wissen, was dieser Eindringling ist, Freund oder Feind. Es gibt auch Berichte über einen Brand in der Feuerwache von Bristol. War wohl Brandstiftung, Sir. Der Strom wurde nämlich gekappt, sodass die Sprinkleranlage ausfiel. Sie sollten das überprüfen.
Jemand hat ein Bat-Symbol auf dem Dach des Gambi-Geschäfts entzündet. Eine Nachricht? Eine Drohung? Zeit, es herauszufinden. Es ist vorbei, dunkler Ritter!